mal richtig. Was ist da drin? Na gut. Ist okay. Sieht richtig schön aus hier. So richtig labormäßig. Ja, wo kommen die denn alle her? Macht mal die Teleporter kaputt. Geschützt Tom auch noch. Das ist das komische Laser-Ding. Stirb. Schnell. So. Ich habe schon volle Energiezellen. Wow, 10 Stück nur. Na, dreh dich weg. Braves Ding. Ah, Kamera. Die Ecke sind echt böse, weil die jetzt mal so einen geringen Sichtradius haben. Drehen sich schnell wieder dahin, wo sie sich nicht hindrehen sollen. Da ist sicherlich schon wieder einer. Doch nicht. Gut. Ah, die Dinger mach ich kaputt. So, sehr schön. Weil die ja meistens irgendwo Felder, Kraftfelder, Schilde und sonstigen Schranz abschalten. Ja. Weiß ich. Bargeld. Haftmine? Ich nutze die Haftmine eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich brauche die irgendwie nicht. So, was ist das hier? Tatsächlich. Speichern. Kamera Thermatron. Wache. Wache. Ich nutze mal wieder die Blast-Packs, die ich schon so lange nicht mehr genutzt habe. Diesen Thermatron lieber gleich ausschalten. So. Hasta la vista. Ich bin fast auf die Windows-Taste wieder gekommen. Ich habe so ein Gefühl. Okay, doch nicht. Ich bin schon auf Ebene 5. Ah, jetzt kommt unser Informant. Den kennen wir doch. Aus der ersten Mission. Sie schon wieder. Sie können sich nicht vorstellen, was ich tun musste, um diesen Ausweis zu kriegen. Hier, nehmen Sie ihn endlich. Zögern Sie nicht. Und jetzt verschwinden Sie bitte. Was immer Sie tun, verlieren Sie ihn nicht. Ich werde Ihnen auf keinen Fall noch einen Ausweis besorgen. Es ist mir völlig egal, was Maxis sagt. Warum mache ich das nur? Ich bin doch Wissenschaftler. Ich sag Ihnen, das wird mich das Leben kosten. Die Feinde werden mich nicht erschießen müssen. Ich sterbe bestimmt an einem Herzinfarkt. Ich glaube, es fängt schon an, mir wird schwindelig. Gehen Sie, verschwinden Sie. Worauf warten Sie noch etwa, dass der Feind uns hier stehen sieht? Du bist doch derjenige, der labert. Kommt sicher eine Wache. Obligatorisch. Oder auch nicht. Die rote Keycard, ich glaube, die hat er mir gerade gegeben, ne? Ja. So, Ebene 5.
Ist jetzt schon Ende? Das wäre eine saukurze Mission. Ich habe jetzt noch nicht auf die... Nee, Ebene 4. Okay. Huh, Glück gehabt. Keycard. Mal lang. Erstmal ins Hauptmenü. Okay, das ist bloß ein Alarmknopf. Gut, gut, gut. Oh, ist sie nicht süß. Süße Barre. Zugang gewährt. Stirb. Oder Kameras und Geschütztürme und Spezialeinheiten mit Lasern. Das halte ich nicht mehr aus. So. So. Irgendwo. Da springen wir doch einfach mal, oder? Hm. Ja, auch nicht. Was ist das hier? Na? Schieß mal drauf. Ah. Was ist da drin? Hoffentlich habe ich jetzt einen Mech steuern. Ich liebe es, Mechs zu steuern. Teleporterraum Ebene 4. Ah! Okay. Da ist eine Bodenplatte vor dem Schalter. Ich will da jetzt erstmal noch nicht drauflaufen. Ich mach das lieber mit Betrug. ja. Karma. Instant Karma. Also im zweiten Teil würde ich nicht jede kleinste Wache looten, weil die eh kaum Geld mehr bringen. Hab ich die blaue Keycard? Ach, er hat blaue Keycard, okay. Kamera? Wie, du hast mich gesehen? Schon, da war noch einer gestanden. Oh Gott, habe ich die gelbe schon? Oh Gott, da unten kann ich ja auch lang. Oh, ich gehe erstmal da in die blaue. Ah! Das passiert mir Temis und recht häufig, dass ich plötzlich vor Wachen stehe. Stirb. So. Oh, das ist ein netter Raum mit Fernseher. Sieht aus wie das Quartier der Wachen. Irgendwas ist aufgegangen, auf jeden Fall. Ah! So. Ah, da ist schon mal die rote Keycard. Noch zwei Schalter. Zwei. Ja, langsam wird das Spiel schon ein bisschen krasser. Letzte Mission wird so ab
absurd. Jetzt schaue ich mal, ob ich diese dumme Keycard habe. Zugang verweigert. Ungültige Karte. Nein. Aber wenigstens kein Alarm. Das passiert ja auch ab und an mal. Stirb? Du auch. Arschvieh. Ohne Keycard sieht aus wie ein Lager da hinten. Zugang gewährt. Volles Massaker! So. Energiezelle. Blaue Keycard? Die hilft mir schon mal nicht, oder? Oder vielleicht da oben. Ja, da brauche ich die blaue. Komm. Oh. So, mal wieder ein Feigheits-Save. Ich glaube, die Saves sind übrigens dafür zuständig, dass mein Spiel immer asynchron ist. Ich habe keine Ahnung, wie diese Asynchronität zustande kommt, aber aus irgendeinem Grund ist Crusader immer um zum Teil eine halbe Minute langsamer oder weniger die Aufnahme als meine Tonaufnahme. Ich habe keinen Plan, woran das liegt. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so schlimm. Die letzten Male. So, ist hier was Interessantes? Nein. Die Level gefällt mir irgendwie von der Aufmachung. Das sieht alles so richtig schön labormäßig aus. Besser als dieses Industriegelände ständig. Das hat man ja auch irgendwann ständig gesehen. Aber was zuckt das jetzt da so? Übel. Ist das der Chip hier oben? Tatsächlich. Die Mission schon geschafft? Okay, ich bin gerade immer noch ein bisschen sprachlos. Ich habe jetzt zwar nicht auf die Uhr geschaut, aber es wird nicht allzu lang gedauert haben, oder? Ich erwarte Ihre Daten, Blechmann. Müssen Sie mir unbedingt über die Schulter sehen? Signal erfasst. Ich mag's nicht, wenn man mich kontrolliert. Übertragung beginnt. Ich wette, Jojo steckt dahinter, nur weil ich die Koordinaten bei seiner letzten Mission verwechselte und die mit Schwung in eine Kläranlage geworfen habe. Bestätige den Erhalt der Daten. Das war's. Die Daten sind im Kasten. Sind Sie zufrieden, Colonel? Ist schon gut. Alles in Ordnung. Ihr Standort ist jetzt bestätigt, Blechi. Starten Sie in Kreuzverbindung auf mein Zeichen. Jetzt. Teleporter ist inzwischen aktiviert. Ich sage Ihnen gleich, zu welchem Sie gehen sollen. Der in Ihrer Nähe steht, ist bereit für Sie. Ich werde Sie auf der Stelle zurückholen. Oh Gott, Zauberer aus.
Okay, der in meiner Nähe steht. In meiner Nähe steht keiner. Hammel. Ich will jetzt eigentlich fast mal zurück, weil ich habe jetzt die orangenen Access Card. Und ich... Ach, da oben kann ich sie auch verwenden. Der liebt ja noch. So. Ist das jetzt so. Ach, das war sogar das. Aha, ich habe volle Munition, aber wirklich exakt voll. Ah, Explosionen. Ja, Hammer. Also, ich glaube, ich mache jetzt einfach trotzdem noch die Nachbesprechung. Ist, glaube ich, sogar besser, wenn ich die Nachbesprechung gleich mit der Mission mache, die dafür, zu der die gehören. Hilfsstation. Ah! So. Mission geschafft. Niemand, der mich empfängt. Ich muss ja mit dem Computer reden. Hä? Sturmtruppen müssten es doch eigentlich gewesen sein. Komisch. Ah, Nachricht. Die Konsortiumtruppen waren über unseren Überfall auf das Kommunikationszentrum unterrichtet, Captain. Unsere Sensoren hatten kurz vor Beginn der Mission einen Energieanstieg ausgemacht. Es war eine verschlüsselte Hochgeschwindigkeitsbotschaft des Feindes, die wenige Minuten vor ihrer Einschleusung gesendet wurde. Unglücklicherweise war die Übertragung so kurz, dass wir weder den Sender noch Empfänger feststellen konnten. Wir sind knapp vor unserem Ziel, was diesen wertvollen Cypher-Chip betrifft. Wir haben nur dann einen Vorteil von dieser ganzen Sache, wenn es uns gelingt, dem Feind möglichst lange zu verheimlichen, dass wir seine Botschaften ohne Schwierigkeiten dechiffrieren können. Es ist jetzt lebenswichtig, dass wir herausfinden, wer derjenige ist, der für das Konsortium spioniert. Max ist aus. Gut. Mit diesem Video hat mir das Spiel gerade eben gesagt, dass es abkackt und ich doch die Nachbesprechung erst im nächsten Video machen werde. ja. Das war dann eigentlich schon die fünfte Mission. Ich mach die Nachbesprechung jetzt noch. Oder? Nein, ich mach's erst später. Na gut, okay. Dann sieht man sich ja das nächste Mal. Also. Und tschüss.